In dieser Lektion zum Erlernen des Manuals geht es darum, dass ihr nochmal die Zielform, also euch ein Manual anschaut, die Bewegung seht, analysiert und dann kann man sie in einzelne Schritte isolieren und auch üben. Für einen normalen Manual in der Ebene, so wie man es übt, könnt ihr Folgendes beobachten. Und zwar, man startet in einer sehr aufrechten, entspannten Position. Die Beine sind dabei gerade. Dann wirft man sich dynamisch nach unten. Die Federung wird komprimiert. Sofort schubst man dann den Lenker nach vorne. Die Arme strecken sich und der Körperschwerpunkt geht über die Hinterradachse. Wichtig ist dabei, hängt die Ferse, gerade die vordere Ferse. Und nun kann man im Manual ein Stückchen rollen. Um dann den Manual zu halten, fängt die Beinarbeit an. Man schiebt das Hinterrad unter sich nach vorne, wenn das Vorderrad runter zu kippen droht. Die Beine wechseln zwischen Beugen und Strecken, so kann man den Manual halten. Die Bewegung beim Manual-Impuls, der Start in den Manual, wird oft auch L-Form genannt, weil man erst sich nach unten bewegt und wenn man dann den Lenker nach vorne schubst, der Körperschwerpunkt nach hinten geht, wie bei den Buchstaben L. Jetzt geht es darum, einzelne Abschnitte dieser Bewegung isoliert durchzuführen. Nachher könnt ihr das dann zusammenfügen. Wir fangen an mit dem Nutzen des Rebounds. Also, dass man, wenn man sehr groß und gerade steht, sich explosiv nach unten wirft, den Weg der Beine dann nutzt, um die Federung zu komprimieren. Es fühlt sich sehr danach an, dass ihr euren Dämpfer komprimiert. Wenn ihr einen Hardheel fahrt, dann ist die Bewegung gleich, nur es geht noch schneller von der Rückmeldung. Wenn ihr das Nutzen des Rebounds übt, bitte achtet darauf, zentral zu bleiben, dass ihr euch nicht nach hinten oder nach vorne werft. Das ist ganz wichtig zu beachten. Nun könnt ihr auch das Schubsen des Lenkers nach vorne, bis die Arme gestreckt sind, isoliert üben. Stellt euch neben das Fahrrad, die Beine leicht versetzt. Das Pedal sollte neben oder vor dem Bein sein. Macht euch klein, die Ellenbogen raus und dann schubst ihr den Lenker nach vorne, guckt nach vorne, bis die Arme ganz gestreckt sind und das Vorderrad wird leicht. Was ihr kurz machen könnt, damit ihr es spürt und danach auch kontrolliert, wenn ihr es auf dem Bike macht, ihr könnt einmal den Lenker zu euch ziehen, die Arme beugen sich, das spürt ihr in der Muskulatur und dann direkt als Kontrast die Übung mit dem Wegschubsen des Lenkers und zu merken, wie der Schwung dabei hilft. Von der Logik ist es dann so, euer Vorderrad geht nach oben und bleibt in der Luft, weil euer Körperschwerpunkt weiter hinten ist und eure Arme sind wie Seile. Ihr könnt das Vorderrad oben halten, ohne dass ihr es zu euch reißen müsst. Beim isolierten Üben dieser einzelnen Teile macht es bitte so, dass ihr die Bewegung auch mal in Zeitlupe durchführt. Ihr rollt in der Ebene, macht euch klein, Ellenbogen raus, schiebt dann den Lenker nach vorne. Dann könnt ihr nach und nach mehr Dynamik reinbringen und vorher die Bewegung spüren, bis ihr dann mit vollem Schwung durchzieht. Das waren die Tipps für das isolierte Üben und der kompletten Bewegungsform beim Manual. Macht es Schritt für Schritt und fangt bitte mit langsamer Bewegung an. Ab zur nächsten Lektion.